Moin moin und herzlich willkommen zurück, wieder mal bei 7 Days to Die. Ich habe in einem Video angekündigt, dass ich euch eigentlich ein Bild einblenden wollte. Das hat ja irgendwie nicht so ganz geklappt, wie ich das haben wollte. Deswegen starten wir heute mal hier vom Einstellungsbildschirm aus. Dann könnt ihr auch in Ruhe sehen, welche Einstellung ich für das momentane Let's Play am Laufen habe. Ich scroll mal ein bisschen runter, auch wenn der Bereich hier nicht so wichtig ist. Da wir mit dem Haus jetzt soweit im Reinen sind mit dem Aufbau, sind die Airdrops auch wieder ausgestellt. Die werde ich aber ausgestellt lassen, weil mit dem letzten Update doch, ja, der Inhalt ist ein bisschen immens geworden. Also ich habe in der einen Kiste, wo ich getestet habe, sehr, sehr viel Kram gehabt, der ziemlich, ziemlich überflüssig ist. Gut, dann starten wir mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich aufgehört habe. Ich glaube, irgendwo in der Schule. Ich glaube, es war irgendwo Nacht. Ich glaube, dass wir jetzt gleich hier ein großes Problem haben werden. Verdammt, bin ich gut. Ja. Fängt schön an. Was habe ich denn noch alles? Stimmt, ich hatte gelootet und bin noch nicht zurückgegangen. Aber hier seht ihr jetzt auch schon mal ganz schön so die ersten Neuheiten der Alpha 8.2. Nämlich die farbliche Hinterlegung der Items der verschiedenen Kategorien. Eine richtig schön geordnete Crafting-Übersicht. Gefällt mir persönlich mit am besten. Es wurde in so manchen Ankündigungen... Oh, verdammt. Schwierig. Schöne Nummer. Nee. Oh ja, hier zum Thema. Ich kann nicht reden, muss schießen. Verdammte Axt. Wow. Sag einmal. Geht doch. Ja, ich muss mir eingestehen, die hatte ich jetzt nicht mit eingeplant. Aber nicht so schlimm. Hat ja geklappt. Die Fenster wurden behoben. Wer sich an die Alpha 8 erinnert, die standen ein wenig falsch rum drin. Glücklicherweise haben sie auch genug Stabilität, dass man rüberlaufen kann. Was will ich denn heute jetzt erstmal machen? Ich würde ganz gerne einmal nach Hause, einmal den Loot zurückbringen. Weil ich kenne mich, da passieren sonst wieder ganz, ganz blöde Sachen, wo ich mich am Schluss ärgere. Ach, warum bist du nicht zurückgelaufen? Abgesehen davon ist das Inventar eh voll. Das heißt, ich... Naja, auch die Spider-Zombies deformieren sich mittlerweile. Wann beginnt denn der Tag offiziell? 7.30 Uhr war das, glaube ich. Habe ich noch irgendwie Platz für was? Lass ich erstmal so. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas Nützliches habe, was ich noch... Ja, komm. Nehmen wir mit. Da wir in Richtung Heimat gehen und... Ach ja. Und sowieso auspacken, ist das jetzt auch nicht weiter tragisch. Ich finde die farbliche Hinterlegung richtig cool. Es war einer dieser relativ nutzlosen Punkte. Weil er eigentlich so fürs Spielgeschehen nicht wirklich notwendig ist, aber ich finde es trotzdem klasse. Bring mal ein bisschen Farbe in diesen tristen, ich gehe heute drauf Alltag. Wo muss ich denn überhaupt hin?
diese Richtung. Noch laufen die Herren der Schöpfung. Ich werde heute nämlich die Abkürzung nehmen und hier runterspringen. Sonst muss ich mich nämlich durch eine halb besetzte Schule wieder durchkämpfen. Solltet ihr heute, auch wenn es nicht wirklich wahrscheinlich ist, hoffe ich zumindest, doch irgendwelche klitzekleinen Geräusche im Hintergrund hören, nicht wundern, bei meinem Hund gibt es heute Knochen zum Abendessen und er ist kein großer Freund davon, leise zu futtern. Das heißt, so ein Knochen, der kann ja auch mal ganz gerne einfach so durch die Gegend geschmissen werden. Aber ich denke, das sollte nach den letzten TV-Aufzeichnungen, die ihr im Hintergrund hattet, wirklich im erträglichen Rahmen sein. Die hübsch neu animierte bzw. neu überarbeitete Sonne geht auf. Ich höre Scheiben klirren. Ich sehe einen Zombie. Der aber auch irgendwie nicht mehr läuft. Ich habe ein paar Mal den Fehler gemacht und bin vor 7.30 Uhr nach draußen gegangen und wurde dann doch irgendwie mal überrascht, dass sie doch trotzdem nochmal das Laufen angefangen haben. Wie meint das denn jetzt? Die wandle ich mal eben um. Das kommt mal dahin. Ja, natürlich mögen sie mich. Ist ja klar, ich habe schließlich Futter bei mir. Ist mir gerade hier eine Sau? Ja. Hi, Perle. Ach, verdammt. Mann, hör mal auf, hier so rumzuwackeln, ist doch. Du bist hier nicht auf dem Catwalk, Madame. Ach, wisst ihr was? Genau. Ich, im Fall wollte ich sagen, ich riskiere es einfach mal. Hallo, Hund. Einer weniger. Ach, Kinders, ist das schön mit dieser Sonne. Ich finde das wirklich klasse. Das sind die Alpha 8.2 war jetzt wirklich nur so ein optisches Nachbessern. Hin und wieder, ja, eine Kleinigkeit wird auch abgeändert. Zum Beispiel soll man mein absolut verhasstes Gras auch jetzt aus verschiedenen Winkeln wesentlich effektiver abbauen können. Werden wir mal gucken. Und was viele herbeigesehnt haben, wir können Bäume pflanzen. Werde ich dann auch mal ausprobieren. Und ich kann besser an die Leiter springen. Das gehört definitiv nicht so. Schwierig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hier in diesem Let's Play nicht die Map abgeschritten. Das heißt, ich kann euch nicht genau sagen, ob hier alles im Lot ist, so wie es sein soll. Ich weiß von diversen Grafikfehlern. Hier, die Türen sind ja so ein Paradebeispiel dafür. Gut, die sollen mich nicht stören. Das ist uninteressant. Aber zum Beispiel wurde auch gesagt, dass bei der Farm soll das mit gewesen sein, dass da gut und gerne mal auch ein paar Fehler auftreten.
Ich selber habe das jetzt nicht kontrolliert, aus dem einfachen Grund schon, weil ich nicht in der Nähe der Farm bin. Ich habe aber Folgendes vor. Sollte es wirklich so sein, dass irgendwelche Bereiche hier extrem belastet sind, wo wir den ganzen Tag drin rumhopsen, dann werde ich wohl das Let's Play wohl oder übel für eine gewisse Zeit unterbrechen müssen. Das hat aber auch nur den Grund, dass ich danach denn die ganze Sache hier im Kreativ einmal nachbaue, um eben wieder. Genau, das geht ja jetzt auch. Freude! Um das Ganze dann wieder auf einen gewissen Stand der Dinge zu bringen und von da aus dann weiter im Survival zu starten. Da ich aber momentan ein klein wenig überbelastet bin mit Schule und so weiter und so fort, ist das natürlich ein bisschen zeitraubend. Aber wir werden sehen. Es kann ja auch sein, dass hier jetzt wirklich alles gut geht und das richtig hübsch hier wird. Ich bin auch noch unschlüssig, ob ich die benutze oder ob ich ganz rustikal die alten Couchteile benutze. Also diese schön hässlichen. Das hier bleibt auch erstmal hier. Was habe ich denn jetzt noch? Das bleibt hier. Wobei, ich muss eh da drüben hin. Dann kann ich das gleich mit rübernehmen. So, gehen wir mal wieder auf die andere Seite. Ärgert mich jetzt ein bisschen mit den Türen, aber naja, gut. Witzigerweise geht das auf der Kreativmap, da bin ich ja jetzt alles einmal abgeflogen. Da funktioniert alles einwandfrei. Also keine Ahnung, wonach sich das jetzt hier richtet. Mich soll es jetzt auch nicht wirklich stören. Aber es wäre ja mal nice to know. So. Ein bisschen Futter brauchen wir aber. Mir ist heute nach Lamm. Wir müssen auch ganz, ganz dringend los. Hier habe ich nämlich auch nichts mehr. Nee. Wir brauchen Blümchen. Mir geht nämlich der Tee ein wenig zur Neige. Aber wir sind ja jetzt wieder leer. Wo gehen wir denn mal hin? Ich würde gerne mal zur Husker Avenue gehen. Und da mal eine Runde rumlooten. Und dann zwischendrin hier auch ein paar Bäume abhacken. Weil es wurde, so wie ich das jetzt verstanden habe, soll man diese Samen aus gefällten Bäumen bekommen, um eben wieder neu zu sehen. Finde ich natürlich dann richtig cool. Also es freut mich wirklich, weil ich hier doch ein klein wenig in der näheren Umgebung abgeholzt habe wie ein Wahnsinniger. Schauen wir mal. Okay, da kam jetzt nur das. Wäre natürlich super ärgerlich, wenn alles aus der Alpha 8.2 jetzt hier integriert wäre und ich nur für diese blöden Samen die Map neu starten müsste, also komplett von Anfang. Ich muss aber eingestehen, ich habe es vorher nicht getestet. Das sieht doch gut aus. Oh. Ja, je. Hier seht ihr jetzt auch mal, dass das mit dem Zombie-Spawn wirklich bei mir jetzt höher eingestellt ist. Zwar habe ich erstmal den. Lass ich die mal. Ich habe den Schaden jetzt erstmal relativ weit unten gelassen. Also jetzt nicht im Verhältnis zu den anderen Sachen.
Eben weil ich mich da ein bisschen langsam rantasten will. Ich will jetzt nicht hier gleich mit mördermäßiger Oberstufe einsteigen. Könnte ich zwar tun, aber den ganzen Tag nur im Dreck zu liegen, ist auch nicht so pralle. Was sie definitiv gemacht haben, das war aber in den vorherigen, also in der Alpha 8 war es schon. Es ist wieder schön viel. Ja, okay. Dip, dip, dip. Ich will jetzt wissen, was das ist. Okay, ich werde nicht herausfinden, was das ist. Irgendwas, was das Spiel nicht mag. Was wäre ein Let's Play ohne Fehler? Eigentlich mal angenehm, aber naja. Oh, ich laufe schon wieder ein bisschen verkehrt. Boah, Hund. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt vom Mikrofon hier mit aufgenommen wird, aber mein Hund zerlegt gerade die Wohnung. Klingt da drüben, als würde er mit den Knochen gleich hier in der Stube sitzen. Aber frontal durch die Wand halt. Also die Spawnrate hier, ich finde es ja so jetzt noch relativ angenehm. Ah, man kann auch wieder durchs Gras schießen. Schön. Danke, Funpimps. Ja. Okay. Das ist jetzt natürlich doof. Dahinter ist noch mehr. Okay. Also ich gucke jetzt diese Folge mal, ob ich heil da irgendwie durchkomme, ohne jetzt hier dutzendfach Fehler zu produzieren. Und sollte das wirklich nicht klappen, dann tut es mir leid, dann nützt es nichts. Dann muss diese Map neu gemacht werden. Aber wie gesagt, da werde ich mich dann nach und nach dran setzen. Ich laufe schon wieder falsch, herrlich. Und werde denn mal im Kreativmodus das alles soweit bauen und dann in eine funktionierende Alpha 8.2 einsteigen. Eventuell werde ich dann sogar die Bauphase aufzeichnen, da die ja in den letzten Aufnahmen verloren gegangen ist. Dann könnt ihr zumindest sehen, was ich mir wie wo bei dem Haus gedacht habe. Klar, es ist eine nachgestellte Szene, wovon ich auch selber kein Freund bin. Aber lieber so als irgendwas anderes. Das wird dann aber auch keine so großartig kommentierte Folge werden, wenn überhaupt, sondern eher ein kleines Let's Show. Weil ich möchte ja möglichst schnell dann wieder auf dem Stand der Dinge sein. Grunzt mich nicht an hier. Na, zwischendrin ist das mit den Looten immer noch ein bisschen. Bäh. Aber es ist schon wesentlich besser geworden. Wenn ich da so an vorher dachte, wo man wirklich gar nichts aufnehmen konnte, sobald auch nur ein Grasschnibbel davor war, bin ich schon begeistert. Doch, wirklich. Würde es bei den Funkims, genau. Würde es bei den Funpims ankommen, würden sie jetzt von mir hier Standing Ovation für
diesen Bugfix hier bekommen. Schöner Boden. Der gefällt mir richtig. Da ich aber weiß, dass das ja sowieso nicht ankommt, erspare ich mir das. Die Husker Avenue ist eigentlich immer schon bekannt dafür gewesen, dass Zombies auf Autos spawnen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich langsam out of Ammo bin. Und ehrlich gesagt mit meinen Spawn-Einstellungen. Wow. Ja. Macht's gut, war schön mit euch. Geronimo! Ich muss da irgendwie jetzt gerade an das... an die zweite Testbildaufnahme von unserem lieben Kollegen Valkyrie denken. Für die, die es sich angeguckt haben auf unseren Kanälen, ich spreche von der tollen Szene, wo auf die Weltkugel rausgezoomt wird. Für alle, die es nicht geguckt haben, sorry für den Spoiler. Guckt es euch nochmal an. Hey, Mopsi. Bitte. Baller. Ein bisschen übereifrig. Freund von Distanz, aber es gibt auch Entfernungen, die für mich zu weit sind. Oder auch nicht. So. Gott, die ist ja nur ein Strich in der Landschaft hier. Wie soll ich die denn treffen von hier? Das war mein letzter Pfeil. Das ist jetzt natürlich blöd. Übrigens auch ein kleiner Tipp für die Leute, die es so jetzt nicht wussten. Ah, neues Design. Schick, schick. Wenn ihr in eurer Hütte sitzt und ihr wollt da unbedingt raus, nur die Zombies stehen alle direkt vor eurer Tür. Wenn ihr Pfeile irgendwo in die Weltgeschichte schießt, könnt ihr die Zombies durch diese Geräuschkulisse beim Aufschlag auch ganz gut weglocken. Ihr müsst natürlich aufpassen. Was ist das denn jetzt für ein Zaun hier geworden? Das sind doch Trockenbauwände. Ja. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass die Pfeile nicht zu weit weg sind. Also dass die Zombies das noch hören. Aber könnt ihr ähnlich wie mit den kleinen Steinen alles unnötige Getier von euren Zuhause weglocken. Wenn ich mir die momentane Spawnrate hier bei mir angucke, werde ich schon eine Panzerfaust abjagen müssen, um irgendwie die Viechens von meinem Haus wegzukriegen. Aber das würde ich dann... Das ist doch blöd. Das mit den Türen nervt mich jetzt wieder. Das muss ich ja leider Gottes zugeben. Also es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich die Map neu baue. Weil ich finde es blöd, wenn wir jetzt hier irgendwie nochmal... Ich sag es mal, lass den krassen Fall eintreten, wir rennen nach Dearsville. Und wollen da looten und müssen bei jedem zweiten Haus da die Tür einrennen.
Das würde mir ehrlich gesagt nicht so ganz gefallen. Nun gut, sei es drum. Ich räume hier ein bisschen den Weg frei. Wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Mal was ganz Tolles, mitten im Getümmel abmoderieren. Halt still, das tut nicht weh. Uah. Heftig, heftig, heftig. Ja, bleibt mir eigentlich nur noch meine Standardaussage. Wenn euch die Folge hier jetzt wieder mal gefallen hat, das passiert ja öfters, dass die Folgen relativ gut ankommen, dann lasst mir doch wie gewohnt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen netten Kommentar dazu, da freue ich mich immer drüber. Und wenn sie nicht gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Daumen nach unten. Aber sagt mir doch bitte, was euch nicht gefallen hat. Nur so kann ich meine Let's Plays für euch angenehmer gestalten und auch das ein oder andere verbessern. Ja, wir werden hier genau an dieser Stelle, nachdem ich jetzt die paar Blümchen noch eingesammelt habe, werden wir hier das beenden. Ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge dann wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir mal wieder planlos durch Neverskin laufen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage auf Wiedersehen.